Toni, so genau. Es gibt eine neue Partei in Deutschland. Das Bündnis Sarah Wagenknecht hat heute seinen Gründungsparteitag in Berlin abgehalten. 450 Gründungsmitglieder waren da eingeladen. Neben der Ex-Linken Sarah Wagenknecht, ihr Ehemann Oskar Lafontaine, für den es nach SPD und Linkspartei schon die dritte Partei ist. Und natürlich die 10 abtrünnigen Bundestagsabgeordneten, die von der Linken zum BSW gewechselt sind. Und was ist das jetzt eigentlich für eine Partei? Ist die eher links oder doch, wie viele Kritiker sagen, rechts, reaktionär und populistisch? Auf jeden Fall ganz zugeschnitten auf die Frau in ihrem Namen. Sie ist der Star, die Kultfigur der neuen Partei, des Bündnisses, das ihren Namen trägt, Sarah Wagenknecht. Mit dabei ein anderer Promi, ihr Ehemann, der ehemalige SPD-Parteichef Oskar Lafontaine. Ihr Ziel, die Parteienlandschaft ordentlich aufzumischen, den Unzufriedenen eine politische Heimat zu geben. Wir machen uns jetzt gemeinsam auf den Weg, die Politik in Deutschland zu verändern. Und wir tun das, weil wir spüren, da ist etwas am Kippen in unserer Gesellschaft. Es gibt so viele Probleme, so viel Unsicherheit, aber auch so viel Empörung und Wut. Der Ort des Gründungsparteitags, ein altes DDR-Kino in der Karl-Marx-Allee in Berlin. Ostnostalgie, passend zu manchen Positionen der Partei. Die Nähe zu Putin, wieder Gas aus Russland beziehen, die Ablehnung von Waffenlieferungen an die Ukraine. Angebote ans rechte Wählerspektrum, wohl auch aus der AfD. Der Imagefilm der Partei spricht aber auch linke Wähler an. Mehr Rente, mehr Kita-Plätze, einen höheren Mindestlohn. Diese Partei versucht, zwei Strömungen miteinander zu verbinden. Zum einen ist sie wirtschafts- und sozialpolitisch links. Das heißt, sie ist die Vertreterin oder versteht sich so als Vertreterin der Arbeitnehmerinteressen und ist im Bereich Bürgergeld oder, wenn es um die Besteuerung von Unternehmen geht, eher links aufgestellt. Auf der anderen Seite ist sie gesellschaftspolitisch, aber auch migrationspolitisch eher rechts. Das heißt, sie verfolgt dann eine strengere Asyl- und Migrationspolitik, als es beispielsweise die Linkspartei macht. Der politische Spagat, das neue Konzept. Die Linkspartei ist für Sarah Wagenknecht Vergangenheit. Wir sind keine Linke 2.0. Und das muss auch für unseren Umgang miteinander gelten. Lasst uns eine Partei des Miteinanders werden und nicht eine Partei der Intrigen. Viele Gründungsmitglieder der neuen Partei kommen aus NRW. Wagenknecht selbst hat ihren Wahlkreis in Düsseldorf. Mit dabei auch der Düsseldorfer Ex-OB Thomas Geisel, Überläufer von der SPD. Christian Laie aus Bochum, ein alter Weggefährte von Wagenknecht, wird Generalsekretär. Und die Erfolgsaussichten des Bündnisses? In Sachsen kommt es nach Umfragen aus dem Stand bereits auf 8%. Ich glaube, dass die Umfragen jetzt erst einmal mit Vorsicht genossen werden müssen. Man muss schauen, wie das sich im weiteren Verlauf des Jahres entwickelt, wenn der Wahlkampf mal richtig beginnt im Osten Deutschlands. Allerdings ist es so, dass tatsächlich auch schon diese Umfragen zeigen, dass hier diese Partei in der Lage ist, Menschen anzusprechen und zumindest darüber nachdenken zu lassen, welche Partei sie wählen möchten. Wie viel Potenzial die neue Partei wirklich hat, werden die anstehenden Wahlen zeigen. Eines ist allerdings klar: Ohne Sarah Wagenknecht geht hier gar nichts. Und im Vorstand